Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Feed and Grow Fish. Also, ich habe mir in dieser Folge überlegt, wir werden mal ein neues Level ausprobieren. Und zwar ist es der große, weite Ozean. Und dementsprechend haben wir hier ein paar verschiedene Fischarten mehr. Wir haben hier Teotaka. Oh, das sieht aus wie so eine Sardelle. So, Dreuäul, Swordfish haben wir, Draft, Hammerhai, klar. Der Tigerhai und Buvarak, was auch immer das, was ist, was auch immer. Wir können uns auf jeden Fall, wir haben aber allerdings wieder 0 Münzen. Wenn, dann können wir nochmal in der nächsten Folge mal nochmal mit dem anderen Fisch spielen. Da haben wir ja, müssen wir aber wieder zurück, glaube ich, in den See rein. Aber wir fangen mal mit dem an. Ich glaube, der ist am besten. Der hat 19 Health. Moment, der hat auf jeden Fall 4 Health. Damage, okay, der hat mehr Damage hier, der Kleine, der Raptor. Aber ich denke mal, mit dem, Moment, 0,8. 2 Meter, okay, der ist nicht so schnell. Eigentlich ist der besser. Der hat zwar nicht so viel. Aha. Der ist aber größer. Okay, spielen wir mal mit dem. Ich bin mal gespannt. Was, ja, das große Meer uns jetzt hier erlaubt. So, da sind wir, Freunde. Da sind wir. Ich bin gespannt. Oh, der ist doch flott, wie die. Der geht doch ab, wie sonst was. Okay, das Map ist. Oh mein Gott, was sind hier für Fische? Oha, da müssen wir erstmal klarkommen. Weil wir werden jetzt natürlich viele Fischarten sehen, die wir gar nicht kennen. Und ich muss mich auf jeden Fall, ja, neu einstellen. Auf die ganzen Gefahren. Aber hier ist das weite Meer, das ist ja riesig. Also, hier ist nichts zu essen, Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, da... Oha. Hier sind natürlich ganz andere heftige Räuber. Na, komm. Guck mal, kriegen wir den? Ne, kriegen den nicht. Kriegen den gar nicht. Guckt euch das an. Ich krieg den einfach nicht. Beiß den noch rein, Junge, Kollege. Der ist so schlecht, der Fisch. Was geht ab? Gucken wir mal am Boden. Vielleicht gibt es da Futter. Ein Seestern, können wir den essen? Okay. Oh ja, den können wir sogar essen. Den Seesterne. Mann, Mann, Mann. Muss natürlich mal wieder alles klein hacken. Ihr kennt das Prozedere. Besonders, wenn man noch ein kleiner Fisch wie ich bin. Wo ich eigentlich dachte, der ist größer, der Fisch. Aber der ist voll der Mini-Pipi-Hai. Pipi-Hai, sage ich schon. Pipi-Fisch. Oh mein Gott, kriegt der das überhaupt kaputt gebissener Zeug? Braucht echt extrem lang. So, was haben wir hier? Okay, es ist sehr tief und sehr dunkel. Also so wohl fühle ich mich jetzt hier unten nicht im Wasser. Besonders habe ich von dem Fisch ein bisschen mehr erwartet. Müssen wir uns jetzt hier auf Seesterne... Ach Mann. Auf die Scheiße müssen wir uns jetzt hier... Oh, Gottes Willen. Aber der hat nur so einen großen Mund. Heißt, kann viel fressen. Beziehungsweise große Stücke kann er direkt fressen. Ach, Level Up schaffen wir noch nicht. Ne, schaffen wir noch nicht. Müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr fressen. Ja, müssen wir uns erstmal mit den Sachen begnügen. Tut mir leid, anders geht's nicht. Aber ich will jetzt auch nicht direkt am Anfang der Folge irgendwie gefressen werden. Guckt euch den mal an. Der ist einfach uns gegengeschwommen. Hatte gar keine Angst. So, Seesterne, wo seid ihr? Da ist nochmal was. Oh mein Gott. Oha, habt ihr das gesehen? Wir wurden einfach von einem Hai gefressen. Ist ja nix. Komm, dann gehen wir nochmal zurück ins Menü und wählen mal echt den Raptor. Ich hoffe, der kann ein bisschen besser beißen. Ach du Scheiße. Kam da einfach mal ein fetter Hai. Und wir waren fort. Wir waren einfach fort, Freunde. Das war heftig, ey. So, hier. Oha, der ist ja noch kleiner. Ach du Scheiße, der ist ja ein winziger Fisch, Leute. Kann das gar nicht alles aufessen. Komm, 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 hau rein. Nice, nice, nice. Was ist das denn für ein Fisch? Oh, geil. War der irgendwie tot? Ich weiß es nicht. Da vorne, da können wir futtern. Nice. Wenn er natürlich reinbeißt. Auf jeden Fall, oha, der kann so große Stücke verspeisen. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Natürlich müssen wir, oh, da, komm, 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 komm. Was sind das denn? Tote Fische? Die kann ich einfach aufessen. Da müsst ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was das für Fische sind, die einfach so rumtreiben. Sind die irgendwie verstorben oder so? Ich weiß es nicht. So. Ich muss natürlich aufpassen, dass wir nicht allzu hoch schwimmen. Beziehungsweise keine Ahnung, wo die Haie sich immer rumtreiben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, greift ihn an, greift ihn an, greift ihn an. Oha. Krass, wie habe ich das denn geschafft? Das habe ich irgendwie überlebt. Nice, hier ist sogar noch Futter. Nice. Habe ich irgendwie Rudelbildung oder sowas? Gang, das ist meine Gang.
Ja, Mann, kommt mit, Freunde. Oha, ein fetter Aal, Leute. Ein fetter Aal. Komm, dann versuchen wir den mal. Oh, komm, wir helfen den. Wir helfen den. Nein, nein, nein. Der kann sich, glaube ich, befreien, Leute. Oder nicht? Der ist tot. Der Aal ist tot. Ich gehe kaputt. Der Aal ist tot. Gibt's denn sowas? Jetzt will ich auch gerne mal was davon essen. Nice, nice, nice. Hau rein. Beiß das ein bisschen klein. Beiß das ein bisschen klein. Oh, Level 3 schon. Das gefällt mir, Leute. Das gefällt mir sehr gut. Mit dem kommen wir auf jeden Fall besser klar als mit dem Fisch vorhin. Aber ich muss natürlich trotzdem aufpassen. Oha, da oben. Der weiße, beziehungsweise der Tigerhai. Scheiße. Da muss ich natürlich aufpassen. Müssen wir immer noch weiterhin auf der Hut sein. Boah, das scheiß Ding, ne? Ist einfach viel zu groß. Warum kriegen wir das Ding jetzt nicht kaputt gebissen? Mann. Wenn wir natürlich so beschäftigt sind mit dem scheiß Futter, um das irgendwie zu futtern, ist natürlich schwierig. Den Hai brauchen wir gar nicht anfangen. Beziehungsweise angreifen. Hier, das können wir essen. Zwar kleine Peanuts, aber wir sind schon Level 4, Freunde. Und die lassen uns das Futter sogar übrig. Sind wir wieder Gangführer oder was? Geil. So, ein paar Seesterne. Funktioniert sogar einfach. Haut rein, Freunde. Haut rein. Ich gebe mal einen aus. Einen können wir ja ausgeben, oder? Was die gerade bisher getan haben für uns, ist schon sehr gut. Sehr nett von denen auf jeden Fall. Oha. Oha. Guckt euch das an. Was ist das denn? Komm drauf. Drauf, 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 drauf. Oha, ich muss aufpassen, Leute. Ich muss aufpassen. Ich habe mich irgendwie Oh, der ist tot. Der ist tot. Nice. Müssen wir noch zerbeißen? Shit, das ist ja nice. Hilft mir bitte. Schnell, bevor noch anderes irgendwas angelockt wird hier. Ah, Mann. Das, wenn hier natürlich immer Futter im, mitten im Ozean schwimmt, ist natürlich schwierig. Weil... Oh, eine Krabbe. Oh, oh, da ist wieder ein fetter Hai. Das hat man am Schatten gesehen. Das ist natürlich immer sehr vorteilhaft. So, wo ist die Krabbe hin? Oha. Ich glaube, oh mein, ein Tigerhai. Nee, 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 nee. Boah, das Meer ist das ist eindeutig gefährlicher als irgendwie so ein See oder sowas. Guckt euch, was hier für Kreaturen rumschwimmen. Ich meine, ach Gottes Willen, ne? Das ist so extrem. Das habe ich nicht erwartet, dass hier so heftige Kreaturen rumschwimmen. Weil wir müssen jetzt noch mehr aufpassen, als wir schon immer aufpassen. Und das ist jetzt nicht gerade förderlich, sag ich mal. Da, einen Seestern können wir uns gönnen. So, haut rein, Leute. Ihr müsst auch mitessen, damit ihr auch groß und stark werdet, wie ich. Ich tue das ja nicht nur für mich, Freunde, ja? Ihr seid bei mir in der Gang. Das heißt, ich sorge auch für euch, ja? Gut. Haben wir trotzdem das Essen überlassen. Das Coole ist echt bei dem, dass man hier eine Gang hat, ne? Bei der Fischart. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Boah, ich bin groß geworden, Level 5. Das ist schon nicht schlecht. Ich weiß gar nicht mehr, was wir in der letzten Folge für ein Level hatten. Aber auf jeden Fall auch ein sehr hohes Level. Irgendwann hat es dann keinen Sinn gemacht. Beziehungsweise wir haben, glaube ich, einfach aufgehört, weil wir... Ich weiß nicht, ich glaube, ich wollte einfach nochmal ein neues Level ausprobieren. Kann ich aber jetzt gar nicht mehr sagen. Letzte Folge ist auf jeden Fall ein bisschen länger her. Beziehungsweise die Aufnahme jedenfalls. Ich nehme ja meistens immer auf und dann kann es sein, dass ich das erst 2 Wochen oder so später veröffentliche. Weil dann, ja, mein Terminkalender voll ist von YouTube. Ich bringe ja eh allgemein extrem viele Videos jeden Tag. Dafür, dass ich echt das alles nur nebenbei mache. Teilweise ja 4 Videos am Tag in den letzten Wochen und Monaten eigentlich, kann man sagen. Wo ist die Gang hin? You don't have a gang. Nein, wo sind die denn, meine Freunde? Hier ist noch einer von uns, oder? Komm, Gang, komm, komm, komm. Komm mit. Komm, hau rein. Du musst auch ein bisschen essen. Ihr müsst ein bisschen essen, meine Freunde. Ihr sollt mir jetzt nicht beim Essen helfen, aber ihr sollt auch selber wachsen, oder? Mann. Das hilft mir natürlich auch weiter, wenn die auch mal irgendwie ein Level abmachen. Guck mal hier. Ah, der verschwindet sogar. Oh Mann, der ist schnell, der Fisch. Der ist schnell und wir kommen leider nicht hinterher. Oha, doch, wir kommen hinterher. Helft mir, Gang. Guck mal, der ist unser Futter weg. Drauf auf den Fisch. Drauf, beiß ihn kaputt. Beiß ihn kaputt. So, der ist, glaube ich, tot. Nice, ja. Nice, aber jetzt müssen wir aufpassen, weil das lockt natürlich viele Feinde an. Oh Gott, komm, 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 Futter, Futter, Futter. Haut rein, Leute, haut rein. So, kurz vor Level. Ich muss mal ein bisschen rauszoomen. Eventuell, dass wir mal vielleicht sehen,
falls irgendwas hinter uns kommt. So, das können wir uns schnappen. Boah, wir sind schon deutlich größer, ne, als die anderen kleinen Pipi-Fische. Also die in der, bei uns in der Gang natürlich. Ansonsten schwimmen natürlich hier viele andere Ungeheuer rum. So, da haben wir, guck mal, wir haben nochmal einen Stern hier unten. Und sogar Futter einfach so. What the fuck? Ne, das ist doch, das ist sogar Futter. Guck mal, da können wir einfach so essen, dass irgendwas passiert. Wo ist denn der Stern jetzt? Hier, hau doch rein. So, wir sind Level up. Geil. Level 7, Leute. Und wir haben schon 22 Münzen erspielt. Das ist geil. Das heißt, in der nächsten Folge können wir mal einen richtig fetten, dicken Fisch nehmen. Da könnt ihr auf jeden Fall auch drüber entscheiden. Ich werde versuchen, nochmal so 50, 30 Münzen zu kriegen in dieser Folge. Dass wir dann auf jeden Fall sagen können, okay, wir haben da ein bisschen Chancen. Guck mal da unten. Gang! Nein, die sind einfach verschwunden. Wo sind die denn hin? Ey, Gang, wo bleibt ihr? Jetzt müssen wir uns wieder mit so komischen Sachen hier begnügen. Weil die uns nicht helfen. Alleine traue ich mich ehrlich gesagt nicht, die anzugreifen. Das ist mir zu heftig. Das ist mir echt zu krass. Aber wir futtern einfach mal weiter. Nice. Es gibt immer schön klein bisschen Erfahrungspunkte. Ah, ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt, ne? Wenn wir so große Fische futtern würden, das bringt natürlich viel mehr. So, was haben wir hier? Ich muss ein bisschen näher ranzoomen. Ist das zu krass. So, was war das? Irgendwas war auf jeden Fall einfach in der Luft. Beziehungsweise in der Luft, sag ich schon. Im Wasser am rumschwimmen. Beziehungsweise rumdümpeln. So, keine großen Feinde in der Nähe. Das ist gut. Sind das eine von... Sind das meine? Nee, sind keine von mir. Oha. Sind das noch meine Freunde? Hier, hey, Gang. Gang, komm mit. Komm mit, Guten. Komm mit, komm mit. So, dann gehen wir mal hier ein bisschen tiefer. Oh, da oben schwimmt ein Hammerhai. Das haben wir ja ganz gut erkennen können. Am Schatten. Oh, Schwertfisch, glaube ich, können wir vergessen. Oh, der Hammerhai geht sogar nach unten. Aber wieso ist der denn so krass? Das checke ich irgendwie nicht. Was ist denn hier? Ich krieg aber hier nichts. Ich krieg das nicht kaputt gebissen, ne? Ah. So, wen greifen wir als nächstes an? Die hier. Oha, oha. Ich bin tot. Nein, nein, nein. Wieso bin ich tot, Freunde? Nein, bitte nicht. Der Grüne, der Fette, der hat uns alle platt gemacht. Nein, jetzt wieder Level 1, Leute. Oh Mann, wie bitter. Ach nö. Nee. Nee, nee, nee. Komm, wir gucken mal bei Select Fish. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Der kostet 10. Der kostet nur 15. Oh, der... Oh, das ist... Ach, das ist der... Aal. Der kostet 20. Wir können nicht mehr Schwertfisch nehmen. Wir können also nur Dreuel, Nilin, Teotaka und so nehmen. Ah, Mann. Der ist nice, ne? Aber schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ich nehmen soll. Oh, Gang. Ne, das sind nicht von mir. Ach, schade. Oh, meine Gang hat sich aufgelöst, Freunde. Ich fühl mich verloren. Da. Komm schon. Oh, mein Gott, du Sack, ey. Verpiss dich. Verpiss dich, verpiss dich. Ich bin tot. Okay. Da gibt's nichts mehr zu verpissen. Der Sack, guckt euch den mal an. Der hat uns gefressen, der Sack. Hier, der hier. So ein Wichser. Wirklich. Mann. Tut mir leid für die Ausdrücke hier, aber das ist ja echt frustrierend hier. Wir haben uns so geil hochgekämpft, hochgelevelt. Jetzt sind wir wieder nur so ein kleiner Pipi. Ach, Pipi-Fisch, wirklich. Richtiger Pipi-Fisch sind wir jetzt nur noch. So. Komm, wir greifen mal den Hammerhai an. Einfach mal just for fun. Haben wir ja noch nichts zu verlieren. Wir haben den gebissen. Ha, geil. Guckt euch mal, wie riesig der ist, Leute. Oha, der hat mich einfach gebissen. Geil. Ich hatte keine Chance. Der hat mich einfach mal zerfleischt. Komm, dann nehmen wir mal kurz. Nein, ich will euch auf jeden Fall die Chance geben, Freunde, dass ihr in der nächsten Folge auf jeden Fall entscheiden könnt, was wir mal hier nehmen. Ich werde noch dazwischen wahrscheinlich ein paar Folgen produzieren. Ich hoffe, die 24 Münzen, die bleiben. Und dann könnt ihr mal entscheiden, wenn ich nochmal hier im Ozean spielen sollte, dass ihr mal sagt, okay, entweder wir nehmen den hier, den Dreuel, die Niline, die Otaka
Und die anderen waren ja alle kostenlos, also habt ihr genau zwischen den drei die Möglichkeit. Schreibt es in die Kommentare, Freunde. Ansonsten, ja, danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, weil das unterstützt mich und den ganzen Kanal und hilft eigentlich auch euch, weil je größer der Kanal wird, desto bessere Videos kann ich natürlich schon produzieren und auch, ja, bessere Videos. Nicht nur mehr, auch bessere, ja. Genau. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.